Hi ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man solch ein Hängerchen näht. Dazu benötigt ihr einen Baumwollstoff. Diesen legt ihr euch rechts auf rechts doppellagig übereinander. In der Breite sollte es die Schulterbreite sein plus 10 cm und in der Höhe die Wunschlänge plus 6 cm. Dann klappt ihr euch den Stoff wie folgt um. Giert euch von der Oberseite die Hälfte. Und die gleiche Länge markiert ihr euch nach unten hinweg. Somit habt ihr quasi ein Dreieck, welches ihr dann ausschneidet. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Jetzt nehmt ihr euch die Stoffe auseinander, durch den ersten Stoff um und klappt die Unterseite 1 cm nach oben und geht mit dem Bügeleisen einmal drüber. Das Ganze klappt ihr dann noch einmal 1 cm nach oben hinweg. Zur Hilfe könnt ihr euch auch Stoffklammern oder Nadeln zum Befestigen nehmen. Wieder drüber bügeln. Und da fahrt ihr dann mit der Nähmaschine einmal drüber, entweder mit einem geraden Stich oder mit einem Zierstich. Das Ganze sieht dann so aus. Dasselbe machen wir nun mit den Ärmeln. Wir klappen einmal 1 cm um, bügeln drüber und dann nochmal 1 cm und bügeln wieder drüber und fahren mit der Nähmaschine drüber. Dasselbe auch mit der anderen Seite. Nun ist der Ausschnitt dran. Hier klappen wir 1 cm um, fahren nach einmal umklappen schon mit der Nähmaschine drüber und klappen dann 3 cm um. Fahren wieder mit dem Bügeleisen drüber. Recht weit unten fahren wir nun wieder mit der Nähmaschine drüber. Hier kommen dann später die Schlaufen durch. Dasselbe macht ihr nun auch mit dem anderen Stoff. Erst die Unterkante, die Ärmel und dann den Kragen. Wenn ihr damit durch seid, legt ihr euch den Stoff rechts auf rechts übereinander und näht euch die Seiten zusammen. Das mache ich mit einem normalen geraden Stich. Und anschließend versäubere ich mit einem Zickzackstich, damit sich der Stoff später nicht auffrisselt. Dann könnt ihr das Ganze umschlagen und dann ist das Shirt auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Bänder nähen. Dazu nehmt ihr zwei mindestens 60 cm lange Stücke in der Höhe 5 cm und diese klappt ihr nun wie folgt bis zur Hälfte um. Die andere Seite ebenfalls. Fahrt jeweils mit dem Bügeleisen drüber und dann klappt ihr das Ganze noch einmal zu, fahrt auch hier mit dem Bügeleisen noch einmal drüber und fahrt dann mit der Nähmaschine drüber, um das Ganze festzumachen. Da könnt ihr auch wieder beliebig entweder einen normalen geraden Stich nehmen, so wie ich das hier mache, oder einen Zierstich. Dasselbe jetzt mit dem anderen Band.
und anschließend könnt ihr die Bänder durch diese Öffnungen ziehen. Nun könnt ihr noch die Knoten reinmachen oder ihr näht die Bänder zusammen, das geht auch. Und dann ist das Shirt auch schon fertig. Ich habe mich für die Knotenversion entschlossen, somit wächst das Shirt mit. So sieht das Ganze dann angezogen aus. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben.